Was geht, liebe Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von Sleeping Dogs. Wir haben in der letzten Folge die Nebensmission gemacht für eine Dame. Die hat ein kaputtes Auto gehabt und wir müssen sie dann ins Meer ertrinken lassen und haben es dann gemacht. Hier nehme ich irgendwas, der sie beschützt. Na klar, nehme ich das doch. Dankeschön. Das beruhigt einen, ja? Ist so wie ein Rauschmittel, ja? Ein Motorrad bitte. Denn wir haben ja nur ein Motorrad. Auf Vorrat und das hat sich jetzt irgendwie gereimt, ne? Dann haben wir ein Motorrad auf Vorrat, ja. So. Dann machen wir noch mal die nächste Nebenmission für uns. Das ist aber anscheinend oben. Ah, okay. Wenn man also gegen ein Auto, Auto, wer ist das nochmal? Keine Ahnung. Also solche Dinger da knallt, dann kriegt man etwas Geld. Klar will ich auch ein bisschen Regenerationsschub. Immer her damit. So. Ich laufe ein bisschen schneller, ja, hier. No, no, no. Jawohl. So geht doch. Hey, Mister. You got a moment? Na klar. Yeah, sure. What's going on? Do you think this shirt is too tight? Oh. Passt wirklich gut, ja. What the That will teach you to be a Ja, ist klar. Run, Gibson, run! Das war eine Falle, wie es aussieht, ja? Da haben wir einen Tresor, da haben wir einen Tresor. Das öffne ich mal ganz schnell. Okay, komm. Komm los, ganz schnell, bevor wir den verlieren, ey. Irgendwann mal. Wir verlieren den nicht. Wir verlieren den nicht. Knapp. Dann mal los. Bam. Bam. Boah, zwei auf einen Streich. Nicht gegen das Holzpfeil, ey. Der ist tot. Bam! Voll in den Schädel, ey. Der war gut, ja. Der war so ein geiler Kick, ja. So, jetzt haben wir ein bisschen Ansehen gekriegt. Ja. Ich renne mal ein bisschen nach da, um zu sehen, ob da irgendwas ist. Ah ja, stimmt, da ist was. Und noch ein Gesundheitsschrein. Noch zwei für nächstes Gesundheitsupdate. Om. Dann gucke ich mal ganz kurz auf die Karte. Pickups. Was ist denn hier los? Gesundheitsschrein. Da hatten wir auch einen Tresor eingesammelt. Es gibt also insgesamt 50 Gesundheitsschreine und 26 Kameras, die wir noch nicht gesehen haben, aber irgendwann mal. Was haben wir denn hier? Apotheke. Da haben wir noch einen. Eine ruhige Fahrt. Was ist das, was wir machen? Ist das ein Motorrad oder ein Mensch? Ja, das ist ein Mensch. Wow, ein Krankenwagen. Ja, ich nehme ein Taxi. Ich nehme ein Taxi. Doch nicht. Oh, du bist so blöd, ey. Naja, egal. Ja, dann mach ich mal hier auf dem Weg. What the f. Das wäre jetzt nicht meine Absicht, tut mir leid. Unfallfreie Fahrt. Bam.
Scheiße. Jetzt habe ich das versaut. Ich glaube, hier muss das sein. Hä? Was war das denn jetzt gerade eben? Ich wollte keinen Gast nehmen. Ja, da haben wir eins. So, how's business? Not very good. Sales are way down. My shirts are just too boring. Hey, could you help me get some new design? I want to do a landscape series. Really capture what's cool about the city. Yeah, sure. Give me a couple of classic shots. Email them over when you have them. Got it. Okay, wir müssen zum Tempel. Das Motorrad, das sieht aber auch ganz schön geil aus, ja, muss ich sagen. Da haben wir wieder was. Ich hole mal hier ganz kurz. Ich glaub, wir haben das schon. Boah, ich muss mal eigentlich ganz schön Unfall bauen, ja? Au, nicht, dass ich jetzt schon wieder gegen einen LKW knalle oder einen Lastwagen. Ist ja dasselbe, ne? Dann mal rein da. Rauf. Ist ja ein Tempel, ne? Von daher. Ich finde das auch toll, dass man da übrigens unbegrenzt sprinten kann, ja? Wie ihr gemerkt habt. This will look good. Schrein des Tempels fotografieren. Okay. Okay, so geht's, glaube ich. Ja. Also wenn das die Nebenmission ist, dann haben wir Schwein gehabt. Das ist leicht. Das Motorrad nehme ich jetzt schon hier. Wow. Das war knapp. Sorry, dass ich etwas leiser bin. Denn ich muss mich hier auf die Fahrt konzentrieren. Und wenn ich das nicht tue, dann knall ich wahrscheinlich gegen der Wand oder so. Und das wollen wir alle nicht, ne? Wen fahr ich denn hin, um Gottes Willen? Das GPS ist aber auch wirklich für den Müll, ja? Man kann überhaupt nichts machen mit dem GPS. Also das wechselt immer ständig seine Linien. Und dann weiß man überhaupt nicht, wohin man fahren möchte. Okay, wir sind auch schon da, ja? Oh, Tag. Nacht. Es wechselt immer wieder, ja? Das ist so. Finally. In Position gehen. Alles klar. Die wunderschöne Sonne, ne? Warum sollten wir das nicht fotografieren? Ach, du hast auch Glück, ne, dass du auf dem Foto drauf bist. Gefälligkeit erledigt. 500 Dollar bekommen. Und bevor wir weitergehen, töte ich nochmal diese paar Typen hier. Ich bin gut. Bam!
Na, der hat Deckung. Bam! So geht's. So, das war's dann wohl. Und da haben wir noch einen Tresor gefunden. Und zwar in Aberdeen. Okay. So, damit die Folge nicht so kurz wird, mach ich mal noch einen. Nebenauftrag. Aber erstmal brauchst du ein Taxi, ja? Über 200 Sachen, ey. Durch die Straßen flitzen ist auch mal was Neues. North Point. Ja, wie gesagt, sind die Straßen halt verkehrt rum, also nicht so wie in Europa hier, beziehungsweise in Deutschland, dass die Straßen, also für uns, auf der, what the f- das war nicht geplant, mein Motorrad liegt da, scheiße. Jetzt muss ich dorthin latschen, oder was? Das ist jetzt auch Müll, ja. Best noodles for best rice. You come here. I'm starving. Here you go. Da nehme ich doch ein. Ja, nirgendwo hin, ne? Ich nehme dein Taxi. Nein! Mein Motorrad. Weg da. So, das ist ein anderes Motorrad. Und ist auch sonst irgendwie besser, glaube ich. Hey, wait. Can you help me out? Na klar, mein Freund. What do you need? A ride, but in a second. Okay. Kelvin warten. Let's go, let's go! What the hell? That asshole was sleeping with my girlfriend. Can't just punch a cop. I know. Gotta have a getaway ready. Really appreciate it. A little warning would be nice. Bam. Oh, right. Okay. You gonna pull this shit? You gotta learn to drive. Think about dumping that girlfriend too, right? Well, she's not exactly my girlfriend. I really like her though. She's got a nice smile. Dress is real nice. You're not even dating her. So that's Huber. Gotta be optimistic though. Son of a bitch. Is she with that guy? You mean like right now? Komm doch. Komm, nimm mir, du Idiot, ey, so, geht doch. Son of a bitch. What a getaway. Thanks, Way. Next time I need to hit a cop, I know who to call. So. Das war doch Hammer, ne, Leute? Wir haben dafür $2000 gekriegt. Wahnsinn, oder? Soll ich mal auf die Karte schauen? Ne, ich mache einen ganz kurzen Schnitt und dann mache ich weiter, ne? Also, bis dann.